Wir fordern schon lange, dass der verhandelte Preis mit ersten Tag des Arzneimittels, wenn es in Verkehr gebracht wird, gilt. Nur so lassen sich Mondpreise verhindern. Es kann nicht sein, dass die Versichertengemeinschaft mehr Geld für Arzneimittel ausgibt, obwohl diese Arzneimittel keinen Zusatznutzen bringen. Es kann nicht sein, dass nur weil man mit dem verhandelten Preis nicht einverstanden ist und deswegen weniger Geld verdient, Arzneimittel vom Markt zurücknimmt. Diese Marktrücknahmen gehen immer zulasten der Patienten und Ärzte. Es ist immer gut, mehrere Möglichkeiten zu haben. Nur so kann der Arzt die bestmögliche Entscheidung für den einzelnen Patienten treffen. Diese Entscheidung sollte aber auf der Grundlage von pharmaunabhängigen Informationen entstehen. Nur so ist es möglich, dass die bestmögliche Entscheidung für den Patienten getroffen werden kann.